Hallo und herzlich willkommen bei Wien IT Business Solutions. Mein Name ist Benny und heute zeige ich euch das Margen- bzw. Umsatzbarometer im WKS-ERP-System. Dieses Barometer zeigt einfach auf einen Blick an, wie es mit eurem aktuellen Tagesumsatz bestellt ist, anhand von Rechnungen oder Sammelrechnungen oder Abschlagszahlungen, die ihr geschrieben habt. Um das einzustellen, gehen wir in die SF20. Dort in das Margenbarometer. Hier können wir das Ganze aktiv schalten. Und dann sagen wir einfach mal Schwelle rot bis 14.000. Oder machen wir bis 4.999. Schwelle grün bis 49.999. Schwelle gelb bis 49.999. Und ab 100.000 soll es grün sein. Das Ganze kann ich dann für verschiedene Mitarbeiter definieren. Nicht jeder Mitarbeiter soll ja die Zahlen sehen, aber in dem Fall machen wir das jetzt nochmal hier für den Admin, ist aber eine multiple Auswahl möglich. Und dann sagen wir Speichern, wir laden die Seite einmal neu und wir sehen, heute sind wir schon im grünen Bereich, wir haben heute schon über 100.000 Euro an Rechnung geschrieben. Jetzt probieren wir eine Sache aus. Was passiert, wenn ich jetzt eine von diesen Rechnungen storniere? Weil wir haben hier nämlich eine mit 100.000. Wir machen da einfach mal eine Stornorechnung draus. Sagen speichern. Brauchen wir nicht. Speichern. Und laden die Seite neu. Genau, dann ändert sich nämlich auch hier unser Barometer. Und sagt, wir haben jetzt nur noch 15.000 Euro Umsatz gemacht. Und das hier wäre quasi die nächste Schwelle. Genau, das war's auch schon. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mehr vom WKS sehen wollt. Und ansonsten wünsche ich euch einen guten Morgen, Mittag oder Abend. Bis dahin, ciao.